Hallo und damit herzlich willkommen hier bei Rückenwind. Ich bin Christian und heute möchte ich nochmal über die Insta360 X2 sprechen, die ich jetzt zukünftig nur noch X2 nennen werde, weil das ganze Ding, ja, finde ich, ein relativer Zungenbrecher ist. Gut, bis gleich. Und da hätten wir das gute Stück. 2 Wochen circa konnte ich mich mit der Kamera beschäftigen. Bin immer noch begeistert von dem Akku vor allem, weil der nun richtig lange hält. Meine Touren im Schnitt waren jetzt immer so um die 20 Kilometer, 1,5–2 Stunden, wenn man nebenbei ein bisschen was aufnimmt. Und Akku wechseln musste ich überhaupt nicht. Und auch so war der dann noch relativ voll gewesen. Sie ist von Haus aus wasserdicht, wie ich ja schon mal erwähnt hatte. Man kann den Akku so direkt rausnehmen. Hier hat er seine Schutzlippen ringsrum. Und klickt den wieder ein und fertig ist das Ding. Des Weiteren, was halt richtig Spaß macht, wenn ich jetzt fahre, ich muss nicht die Kamera einschalten, muss mich durch die Modi wühlen, um dann endlich das aufzunehmen, was ich möchte, sondern es reicht ein Knopfdruck und dann startet die Aufnahme. Nochmal gedrückt und die Aufnahme endet. Richtig bequem, die Kamera schaltet dann automatisch in eine Art Ruhemodus. Heißt, auch da muss ich nicht länger auf irgendwelche Knöpfe drücken, sie schaltet automatisch ab. Das spart richtig Energie. Die Kamera hat jetzt natürlich einige Spielereien, wie man es hier sehen kann. Das ist ein schönes Gimmick, aber ich sag mal, das Erstellen finde ich persönlich relativ aufwendig. Und da ist sie auch noch nicht ganz so ausgereift, dass das letztlich für irgendwas zu verwerten wäre. Es sieht schick aus, aber bildtechnisch ist natürlich da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Da gehe ich mal von aus, dass die zukünftigen Nachfolgekameras das alles schon ein bisschen besser abdecken können. Jetzt im 360-Grad-Modus nimmt sie ja mit beiden Kameras 5,7K auf bei 30 Bildern. Und das Ganze wird dann nur in Full HD dargestellt. Und jetzt können wir uns mal noch ein Video bei Nacht ansehen. Da habe ich die kleine Tour zu mir auf Arbeit mitgefilmt und muss sagen, die automatische Anpassung an das Umgebungslicht oder das nicht vorhandene Licht ist halt tipptopp im Vergleich zur ersten Variante. Also die Kamera versucht, alles rauszuholen, ohne dass das Bild dann zu grisselig wirkt. Also von meinem Empfinden her, klar, andere können das sicherlich besser. Aber so kompakt wie die Kamera ist, so vielseitig einsetzbar, denke ich doch, dass sie sich da relativ Mühe gibt, um das bestmöglichste Bild rauszuholen. Und das sehen wir jetzt. Wie gesagt, ich finde die Aufnahme trotz der Dunkelheit relativ gut. Direkt zum Vergleich habe ich eine Sony Action Cam, die bei diesen Lichtverhältnissen eigentlich so gut wie gar nichts preisgibt vom Bild. Da ist alles schwarz, bis auf wirklich beleuchtete Sachen. Und die X2 versucht da halbwegs so ein bisschen alles noch aufzuhellen. Natürlich muss man aufpassen, wenn es dann zu dunkel ist, dann gibt es natürlich starke Fragmente. Und auch den HDR-Modus kann man sich bei schlechten Lichtverhältnissen sparen. Ich hatte ja auch ein bisschen vorgehabt, den Sonnenaufgang mehr ins bessere Licht zu rücken quasi, um kräftigere Farben zu haben. Aber das ist dann nur noch so ein Einheitsbrei mit Farbfragmenten. Da lohnt es sich halt wirklich nicht. Erst wenn wirklich das Licht richtig da ist. So, jetzt bin ich auf den Heimweg. Jetzt ist es hell genug. Jetzt versuche ich nochmal den HDR-Modus und starte dann jetzt auch gleich mal den Timeshift-Modus. Mal schauen, wie das dann aussieht. Die Timeshift-Funktion finde ich persönlich ist so ein bisschen das Highlight von der Kamera. Werde ich sicher demnächst dann auch sehr häufig verwenden. Meine Aufnahmen sind ja so schon immer im Vorlaufmodus quasi, aber der Timeshift-Modus kann das Ganze noch so ein bisschen smoother darstellen mit dieser Tiefenunschärfe und ich bin da richtig begeistert von und wie gesagt, werde es dann auch sicher häufiger mit anwenden. Gut, damit wäre erstmal jetzt alles gesagt. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt langsam mal wieder besser wird, dass ich die Kamera dann auch wirklich dauerhaft draußen nutzen kann. Gestern kam noch mal ordentlich Schnee runter, jetzt ist schon wieder alles weg.
Und wenn Wind und Wetter dann erstmal wieder soweit gut sind, Corona so langsam abflacht, denke ich, wären es wieder schöne Touren. Und dann freue ich mich, wenn ich die richtig ausnutzen kann. Alles klar, dann war's das für heute. Ich bin Christian, hier bei Rückenwind. Ciao!